Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. So, da sind wir wieder und heute haben wir mal was ganz anderes auf dem Plan. Ich sag's euch gleich im Vorfeld, wenn euch das Video nicht gefällt, wir können da nichts für. Da ist Jan von Art of Barbecue für zuständig. Wir haben nämlich Folgendes gemacht, wir schicken uns gegenseitig einen Warenkorb zu. Wir haben noch nicht gesehen, was drin ist in diesem Brief, der Warenkorb ist hier. Wir öffnen das gleich und dann werden wir gucken, was es ist. Jan, ich hoffe, du warst fair. Das hoffe ich auch. Los, los. Aufreißen? Okay, aufreißen. So, hier ist die gute Liste. Ich lese es kurz vor. Aber natürlich nur mit Spekuliereisen. Erstmal Rucola. Hallo ihr beiden. Es ist nun fast 3 Jahre her, dass wir unseren Warenkorb ausgetauscht haben. Und es hatte mir und ich hoffe euch auch riesen Spaß gemacht. Es ist schon erstaunlich, was man für Ideen hat. Okay, bla 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 bla. Warenkorb. Hans, das darfst du lesen. Ja, gib mir. Ach du Kacke. Jan. Also, Jan hat uns den Warenkorb gegeben. Grünkohl, Butter, Lakritzschnecken, Mehl, Möhren, Kartoffeln, Rotwein, Mirepoix, achso, das ist Röstgemüse, Zitrone, grüner Tee, Zucker, Schweineschnauze. Danke, Jan. Minze, Popcorn, Knickknacks. Ja, das mit der Schweineschnauze. Also, Jan, ganz ehrlich. Nichts mehr kriegst du von uns also, Schließmuskel. Ich wollte gerade sagen, also Horst und ich haben Jan natürlich auch einen Warenkorb geschickt. Also wir sind da viel fairer gewesen, merke ich gerade. Also Jan, wenn du willst, dass wir das nächste Mal Hundefutter machen oder sowas, dann sag das doch einfach im Voraus so. Also wieso soll ich, also das ist so ein Mann. Also, ja. Es verspricht sehr interessant zu werden. gut. Okay, es ist wie es ist. Wir werden uns jetzt der Aufgabe stellen. Hans, ich würde vorschlagen, wir steigen ins Auto und kaufen ein. Boah, das war eine Milliarde, Leute. Die normalen Zutaten, überhaupt kein Problem, aber hier unser Schnüffelstück, das war schwierig zu kriegen. Aber ja, Hans. Ansonsten, wie gesagt, wir haben mal Butter, Schweine, Nase und. Alles, was wir vorgelesen haben, ist da. Und jetzt kann ich nur eins sagen. Wir fangen an. Überzeugt bin ich noch nicht, aber wir fangen an. Okay? Okay. Auf geht's. So, lieber Jan, wir haben ein paar Zutaten natürlich schon in unseren Aperitif reingepackt. Und zwar ist das grüner Tee mit Minze, Zucker, Zitrone. Und den trinken wir nicht heiß, sondern kalt. Würde sich auch guten Eiswürfel drin machen. Und den gönnen wir uns jetzt erstmal. Wir sagen Prost. Und wenn es nicht schmeckt, Jan, dann kommen wir zu dir. Oh, das ist schon mal lecker. Die Minze kommt super. Sag ich doch, das schmeckt gut. Das ist perfekt. Also Jan, vielen Dank. Das ist schon mal geil. Ich mache ein bisschen Zitronensaft rein. Ja. Boah, das ist lecker. Ja. Das ist tatsächlich richtig gut. Also das Getränk ist zum Nachmachen empfohlen. Das kann man echt sagen. Also man könnte auch noch ein bisschen Gin reinkloppen oder... Man könnte auch Eiswürfel machen und bei heißen Tagen ist das sehr durstig. Also sehr gut, sehr, sehr gut. Jan, wir sehen uns zum zweiten Gang. So, wie ihr seht, wir sind wieder in unserer schönen Grillkota und Horst kippt jetzt erstmal die Kohlen an. So, wie sollte es anders sein? Wir machen selbstverständlich was im Dutch Oven. So, ja, das passt. Wir haben schon ein bisschen Fett drin, ich zeig's euch mal. Das schmilzt jetzt erstmal unter einer großen Unterhitze. Und dann fangen wir an und braten erstmal unser ganzes Gemüse an. Die Butter ist geschmolzen und heiß und jetzt kippt Horst erstmal die ganzen Möhren rein. Jawohl. Und auch das ganze Grillgemüse. Oh, hör mal. So, und das brutzeln wir jetzt erstmal schön an. So, 5 Minuten hat es jetzt gedauert. Das Gemüse hat schon eine schöne Farbe bekommen.
was wir jetzt machen, wir salzen das einmal grob aus der Mühle, ein bisschen was rüber. Dann kommt noch ein bisschen Pfeffer rüber. Horst, wenn du so nett wärst. Ja. Sag Stopp, Hans. Stopp. Oh, das ist ein Pfeffertopf. Jetzt knallen wir ein bisschen Senf dazu. Stopp. So, dann rühren wir das Ganze noch einmal schön um. Jawohl. So, und jetzt kommen unsere geliebten Schweineschnauzen da einfach mittig rauf. Na Jan? Ehrlich. Jetzt kommt eine ordentliche Lage Grünkohl rauf. So, dann wird das Ganze noch einmal umgerührt. Jetzt gießen wir alles mit ein bisschen Rotwein an. Ungefähr eine halbe Flasche. Ja, ein bisschen was noch. Lecker, nur flop, flop. Halbe Flasche ist drin jetzt. Super. Und jetzt packen wir erstmal den Deckel drauf und belegen den Topf nach Tabelle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr seht, der Dutch Oven ist jetzt fertig belegt. Wir benutzen einen 12er Tief von Camp Chef. Der ist im Prinzip gleichzusetzen mit dem FT9 von Petromax. Und wir haben jetzt 10 Kohlen unter dem Dutch Oven und ca. 18, verzeiht mir, wenn der 19. mit draufgekommen ist, haben wir oben auf dem Deckel drauf liegen. Das sorgt für eine Hitze von 190 bis 200 Grad im Inneren des Dutch Ovens. Und jetzt bleibt das Ganze erstmal mindestens eine Stunde geschlossen. Wir hoffen natürlich, dass die Schweineschnauzen schön viel Fett und Geschmack abgeben. Und dann sehen wir uns wieder und dann legen wir die Kartoffeln auf. Wir haben nämlich vor, wieder so ein schönes One-Pot-Gericht zu machen wie die letzten Male. Das hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wir holen euch nach einer Stunde wieder dazu. Wir freuen uns schon. Eine Stunde ist jetzt rum. Wir lüften jetzt mal eben kurz den Deckel. Jawohl. Oh ja. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die Schnauzen haben ein bisschen was gelassen. Ja, wir rühren mal um. Sehr gut. Wir werden jetzt ein bisschen Rotwein nachgießen. So. Jetzt kommt die andere Hälfte der Flasche zugange. Jetzt kommt ein bisschen Mehl rein, nur eine Prise, nicht zu viel. Dann wird das Ganze noch mal ein bisschen untergerührt. So. Und jetzt packen wir unsere ganzen Kartoffelscheiben, die wir vorher so schön vorbereitet haben. Die packen wir diesmal nicht im Fischschuppenmuster drauf, sondern wir kippen sie einfach rein. So, hier sind noch zwei übergeblieben, die kommen auch noch mit rein. Zack. Das war eine Absprache, die ich mit Horst getroffen hatte. So, und jetzt geht der Deckel wieder drauf und wir sehen uns in 40 Minuten wieder und dann hoffen wir, dass alles fertig ist. 2 Stunden sind jetzt rum, die Kohlen sind verglüht. Wie ihr es schon kennt, wir werden den Deckel drin lüften und da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Bis gleich. Es ist soweit, wir lüften meine Deckel und... Okay. Es sieht tatsächlich ganz gut aus. Wir gucken mal rein. Oh ja, es hat sich ein bisschen... Oh ja. Die Kartoffeln sind gar. Wir machen uns mal hier so einen Teller fertig. Oh, tatsächlich. Also die Schweineschnauzen, so ungern ich das zugeben will, aber die Knochen haben sich unheimlich gut gelöst. Moment. Ja. Hier ist auch in der Soße ziemlich viel schönes Fett gelandet von den Schweineschnauzen. Ich packe mal eine eiskalt mit auf den Teller. Viel Fleisch ist an so einem Ding nicht dran. Ich möchte keine Schweineschnauze, Hans. Horst, du kriegst eine. Wir werden das probieren hier. Ja, ist ja furchtbar. Sieht aber gut aus. So sieht es aus. Wir werden das Ganze verköstigen. Und dann erzählen wir euch natürlich, wie es war. Sind das Zähne? Nein, das ist irgend so ein... Also Jan. Das war der Popel. Also, es sieht nicht schlecht aus, aber
trotzdem, Jan, das ist voll eklig. So, Jan, und damit wir es nicht vergessen, wir haben natürlich die Knickknacks, das Lakritz und auch das Popcorn noch verwendet in einem super kecken Nachtisch mit Vanilleeis. Sehr amerikanisch, aber einfach nur klasse. Kommen wir zum Resümee. Also ihr wisst, wir haben den Warenkorb ausgetauscht, ihr habt ja alles gesehen. Es ist eine Ansichtssache und eine Geschmackssache. Also ich für meinen Teil muss sagen, der Aperitif, grüne Tee mit Minze und so weiter, war spitzenmäßig, schön kalt, das war toll. Die Nachspeise war auch sehr gut, muss ich sagen. Da war ich angenehm überrascht mit den Knickknacks da oben drauf, auf dem Eis und diese Lakritze, das ist natürlich Geschmackssache. Ich fand es nicht schlecht. Und zum Hauptweg muss ich sagen, es hat mich nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Aber man muss mal so sehen, es ist ein One-Pot-Gericht, es ist alles in Ordnung. Es war rein vom Geist her, wenn ich mir mal vorstelle, die Schweineschnauze da drin ist, sorry, ist nicht meins. Und schon ist der Geschmack natürlich auch weiter. Letztendlich war das, es war zu essen. Es war so, dass man, wenn man nicht weiß, dass da die Schweinenase drin ist, mit Popel, dann würde man das ganz normal wegessen und sagen, ja, okay, hat geschmeckt. Also es war nichts Schlimmes, aber ich würde es nicht nochmal machen. Hans. Ja, da hat Horst eigentlich alles gesagt. Nein, also mir hat tatsächlich auch der Aperitif und die Nachspeise am besten gefallen. Ich hatte da schon meine Schwierigkeiten mit der Schweineschnauze, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätten wir vielleicht auch einfach irgendwie klein häckseln können oder so. Ja. Wäre vielleicht besser gewesen, so ein Ragout davon zu machen. Aber naja, wie man eben so ist. Ne? Wir wollten es natürlich abliefern. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Ja, auch ganz gut. Und wieder machen würde ich es auch nicht, weil es einfach nicht unser Ding war. Aber trotzdem, die Challenge ist, oder zumindest diese Warenkorb-Sache, die haben wir abgeliefert und ja. Das war auch cool und hat Spaß gemacht. Ja, Jan, und wir sind natürlich gespannt auf dein Video dann. Wir werden uns wiedersehen, alles klar. Und jetzt das Übliche, Leute, sollte euch der Warenkorb von Jan gefallen haben, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Oder noch besser, ihr abonniert unseren Kanal. Ihr könnt auch gerne mal bei Jan vorbeischauen, der hat nämlich auch einen kleinen YouTube-Channel. Art of Barbecue. Genau, könnt ihr mal reingucken, kann man nur empfehlen, der hat auch tolle Sachen. Schaut da mal rein. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.